Aber ich, wenn ich jetzt die lesen würde, würde ich denken, live bitte. Geh da mal weg da! So, herzlich willkommen zurück. Wieder eine neue Folge. Heute geht es mal wieder um den Limo-Motor. In der letzten Folge haben wir damit aufgehört, wie Björn die Buchsen hier reingesetzt hat und ich wie ein Bekloppter die ganze Zeit noch rumgeschlagen habe. Keine Angst, ich wollte sie in dem Moment nicht reinschlagen. Es war jetzt auch nicht so, dass ich da irgendwie noch fester drauf geschlagen habe. Das war einfach nur... Jeder, der einen Kommentar geschrieben hat, boah, guck Björn an, wie der gerade fast am Durchdrehen ist. Ihr hattet vollkommen recht. Ich hatte kurz einen Moment der Aggression in mir. So, ja, paar Tage später, jetzt sind die Buchsen auf jeden Fall hier drin. Es sieht auf jeden Fall geil aus, kann man so sagen. Man sieht ein bisschen den Kleber noch, ne? Ja. Alles geklappt? Alles super geklappt. Habt ihr das Werkzeug dafür gebaut, eine ganz spezielle Vorrichtung dafür, was wir noch nicht zeigen. Das zeigen wir erst beim nächsten Motor, wenn es sich gut bewährt hat, sodass das anbieten kann. Ja, hat sehr gut geklappt. Und jetzt wird geplant, gebohrt, geholt. Die Buchsen sehen unten von der Länge her so passig aus. Hast du die so passig konstruiert oder hast du die vorher auch noch auf Maß eingekürzt? Nee, die habe ich einfach mal gemessen und die waren dann passend gemacht. Natürlich muss ich hier, das mache ich erst nach dem Bohren. Ich finde, das sieht so krass, cool, einfach so passend aus. Das sieht gut aus. Wie diese Ecke da. Ja, klar. Die schleife ich nach dem Bohren noch raus. Mhm. Ich muss sowieso bei einer 3-Liter-Welle immer am Block was rausschleifen, damit das passt. Mhm. Das muss ich danach, nach dem Bohren machen. Ich lege da die Welle rein, die Probewelle und gucke, wo sie eventuell anschlägt. Aber jetzt, und machen wir heute. Und die, warum muss die Ecke hier raus? Was kommt dagegen? Fallstange. Echt? Ja. Auf der gegenüberliegenden Seite? Krass. Dreht sich doch. Ja, schon klar. Ne? Aber deswegen trotzdem hier. Und genauso wie auf der Seite ist hier eine Stelle, die auch weg muss vom Block. Mhm. Mit dem Auto-Verdeploy. Mhm. Ja. Aber mit Ölspritzdüsen sollte es ja keine Probleme geben. Nein, das passt alles so. Das passt. Das ist ja. Wir zeigen euch noch mal kurz einmal, wie es vom Zylinderkopf aussieht, weil das extrem, extrem gut aussieht. Hier. Und dann sagen wir euch schon, wie das Tagesprogramm heute ist. Büchsen sind drin, haben jetzt noch einen Überstand von einem Zehntel, das war ja so geplant, was ich den Block eben planen kann und das mache ich als erstes. Viele, so gerade so aus dem Ami-Bereich, die wollen ja immer so einen Buchsenüberstand haben bei diesen Alu-Motoren. Ja. Ist aber hier nicht notwendig? Nein. Okay. Gleiche Wärme aus denen von dem Material, also vollkommen egal. Mhm. Mache ich sowieso niemals. Erstmal habe ich die Möglichkeit mit der Maschine nicht und zweitens war es noch nie. Selbst bei Alublöcken mit Datensleeves drin nie die Probleme und nie die Problematik, dass sich das irgendwie absetzt. Ja. Okay, das heißt, als erstes wird rüber geplant. Ja. Dann gebohrt. Dann O-Ringe, Nut einstechen. Dann holen. Heute schaffen wir planen, bohren, O-Ringe. Honen nächsten Tag. Okay. Dabei fällt mir ein, Hohn, dafür brauchst du wahrscheinlich ja eh die Kolben zurück von Jürgen, ne? 5 Stück sind schon angekommen. Sind schon angekommen? Ja. Okay, cool. Der eine muss er nochmal nacharbeiten, aber 5 Stück sind angekommen. Da sagte er nämlich, vielleicht erreichen wir ihn diesmal telefonisch, er sagte, das war richtig Action, die wieder. Das stimmt. Und für mich als Laien unbegreiflich, der Kolben soll jetzt eine andere Geometrie haben. Ja. So, ich kann mir das nicht vorstellen, wie man mit einer Beschichtung da so genau eine Geometrie erzeugen kann. Aber ganz grob, der Kolben ist ja durch die Hitze eingefallen. Eigentlich ist er nicht mehr so im guten Zustand, aber er ist eingefallen. Und er hat oben, hier ist oben, hat er geklemmt im Kolben wahrscheinlich, also war zu heiß. Deswegen, der normale Kolben ist grob so ausgelegt. Ja, so ballig. Dass, wenn die Wärme von oben kommt, dass sich der oben ausdehnt, unten wärmt, ist nicht so heiß, dehnt sich nicht so stark aus, dass er, wenn er heiß ist, grob gesagt, gerade ist. Weil du so eine enorme Hitze oben produzierst, hat er die Geometrie stärker gemacht. So, dass man mehr Spielraum hat mit oben ausdehnen, bis es sozusagen oben frisst. Das hat er gemacht mit anderer Geometrie. Okay. Ja. Ja. Krasse Nummer. Gut. So, wir spannen erstmal. Ich fange an. Wenn ich jetzt die lesen würde, würde ich denken, live bitte. Geh da mal weg da! Guck dir mal was an! Das mache ich für dich.
Ach, da ist ein bisschen träger, ne? Da ist eine andere Flüssigkeit drin. Gehst du mir um Keks? Ja, 500. Okay, ja. Mach die Kamera ran und du stellst dir so Fragen. Ja. So, also jetzt nochmal kurz rückwirkend. Björn richtet gerade den Block hier zum Plan aus. Das Ganze wird ziemlich primitiv gemacht. Nein! Hochexakt. Hochexakt. Ja. Mit Unterfütterung. Er fragte mich gerade, wie machst du das? Habe ich gesagt, mit der Wasserwaage. Hier, mit der da. Und dann sagt er, wie eine Wasserwaage. Das ganze Maschinenbett richte ich natürlich immer bei Wetterwechsel, wenn es kälter, wärmer ist, einmal frisch aus. Mhm. Das ist eine Maschinenwasserwaage. Und guck einmal hier, jetzt mal noch ganz leicht, mit dem... So. Und das passt, weil das Bett hat die gleiche. Und wenn du jetzt meinst, oh, ist ja nur eine Wasserwaage, jetzt nehmen wir 500. Millimeter, legen das auf der einen Seite drunter. Und jetzt hast du noch eine Frage, wie genau die ist? Ja, ich stelle mir jetzt zur Sekunde technisch gesehen gerade die Frage, wie funktioniert das, dass die so, ich sag mal so, feinfühliger ist als die normale Haushaltswasserwaage? Weil die Haushaltswasserwaage sozusagen oben ist das so gebogen und unsere ist okay, verstehe. So gebogen. Ne? Also dementsprechend viel weniger Krümmung. Weniger Krümmung. Genau. Und ein Strich sind da fast 100, unter, ne? Ja, mehr als 100, ja. Weil 500 sind runtergelegt und es ist gleich mal 6-7 Striche weggegangen. Okay, auf jeden Fall wieder was. Ich glaube, ich bin ja mittlerweile zum 100. Mal hier, aber auch heute wieder was gelernt, weil das hatte ich so auch noch nicht gesehen. Ja. Ich dachte, dann, du gehst auch hier irgendwie so mit Messuhr ran und fährst dann so links und rechts und vorne und hinten und guckst, dass es gerade ist. Nein, mit unserem... Leider ist diese Konstruktion auch nicht perfekt, denn die Klemmen, die hier sind, immer wenn ich die anziehe, weil es ja auf einer Seite ist, zieht sich das so rum. Mhm. Das ist ja noch in Arbeit, ist ja genau hinter euch. Hier sind meine neuen Böcke, die sind aber noch nicht 100% fertig. Das ist mein neuer Spannmechanismus dafür, mit allem zusammen in einem haben wir gefräst. Wenn ich die nämlich dann so anziehe, dann verzieht sich nicht die Stange, dann bleibt es immer so. Das ist ein neues System. Aber das ist noch nicht fertig. Das kommt erst in der neuen Halle. Zukunft. Gut, ich richte aus den Rest und dann planen wir. Einmal rüber planen und weiter geht's. Kommen nur noch Unterstellböcke drunter, um die Vibration zu dämpfen. Und ich kann natürlich jetzt hier minimal noch mal so ein 100. hochdrücken. Und gleich schleife ich an und sehe, ob er gleichmäßig genommen hat oder ob ich eventuell noch minimal nachjustieren muss. Jetzt habe ich die Büchsen runtergenommen und jetzt fängt er an, am Block zu nehmen. Man sieht, er nimmt es gleichmäßig auf beiden Seiten. Jetzt kann ich sozusagen schon anfangen zu schlichten. Vorher muss ich aber noch den Stein abziehen, dass er schärfer ist. Die Seite ist fertig geplant. Jetzt kontrolliere ich einmal, wie viel runtergekommen ist. Bei einem V-Motor ist das nicht ganz so einfach zu messen, aber durch meine Spannstange weiß ich, wie viel der im Ruhezustand der Block hat und wie viel wir jetzt geplant haben. Und wenn ich jetzt hier mit dem Tiefenverschieber messe, sehe ich, dass der, an der Seite auch nochmal messen, er ist genau
gleichmäßig. Und er ist aber ein bis anderthalb Zehntel mehr geplant, jetzt gerade durch zweite Plan, als ich ihn normalerweise habe. Das bedeutet, wenn wir die Pleuelbuchsen erneuern an seinen Pleuelstangen, muss ich die Pleuelstange, die Buchse, ein bis anderthalb Zehntel tiefer bohren, damit der Kolben nicht rausguckt. Das kann ich sozusagen hier noch mit korrigieren. Sollen wir drauf sitzen? Nein. Läuft? Ja. So, Zylinder ist ausgerichtet, Block ist angebohrt. Hier nochmal das Einstellgerät, da habe ich den Durchmesser angegeben, 82,5 mm. Habe den Stahl so weit rausgefahren, dass ich ein Zehntel vor dem eigentlichen Maß bin, weil das letzte Zehntel holen wir ja raus. Ich habe eben angebohrt, da warst du gerade woanders, und mit der Messsuhr, und wir haben jetzt hier noch drin ein Zehntel vom Material. Das ist genau richtig, das brauche ich fürs Ich musste also können wir jetzt bohren. Ja. Ich musste gerade erstmal noch mal genau hingucken. Erstmal darf ich jetzt noch rumschlagen, nee. Ob da noch eine Buchse drin ist. Weil man sieht es ja wirklich fast gar nicht mehr, ne? Ja. So in Schleifrichtung, also in Linksrichtung gar nicht mehr. Und hier sieht man es noch so ein bisschen. Und wenn du unsicher bist, kannst du ja nachgucken, ob sich die Büchse mal mitdreht ab und zu mal. Dann weißt du, hat wohl nicht ganz funktioniert. Mach doch einmal aus. Wieso? Ganz viele Zuschauer haben gefragt, warum du trocken bohrst. Ach ja. Ja, nass ist voll die Sauerei. Das ist der eine Grund. Mit Kühlschmierstoff kann man natürlich schneller arbeiten. Aber guckt mal hier, hier fehlt doch die Wanne. Und jeder Zerspaner weiß, es gibt nichts eklig als einen Scheißschimmel in diesen Kühlschmierstoffen. Oder man muss voll den Aufwand betreiben mit Reinigungsanlagen da drin. Im Endeffekt kann ich hiermit natürlich 30% vielleicht schneller bohren. Nützt gar nicht, weil ich nachher eine Stunde am Sauermachen bin mit dem Ganzen. Deswegen gehe ich einfach mit der, ihr habt es ja gesehen, die Drehzahl ist ja gar nicht so hoch. Ich bohre gerade einen Moment B 250 Umdrehungen über. Das ist jetzt nicht hoch. Ne, ein Zerspaner wird sich totlachen mit dieser Drehzahl. Aber der Stahl hält. Ich kann ja die Drehzahl runtersetzen. Dann braucht man eben nicht zu viel Kühlung, weil nicht so viel Temperatur entsteht. Oh, und alles gut. Die Qualität der Oberfläche ist die gleiche. Dafür ist es egal. Scheißegal. Das heißt wirklich scheißegal, die Oberfläche. Weil, was mache ich nachher mit der gebohrten Fläche? Das bleibt, ja, da bleibt nichts mehr von übrig von dem. Deswegen... Man kann es machen, aber geht doch. Er bohrt sich durch. Ja, der hat mir übrigens gerade mitgeteilt, dass ich leider nächste Woche schon wieder herkommen muss. Ja, du warst ja nicht da, hast du nicht gehört. Gibt's nicht so ein ICE-Ticket Hannover-Dortmund oder so? Vielleicht. Wie weit ist der Bahnhof hier weg? Katastrophen. Okay, vergiss. Also ich würde auf jeden Fall mit der Bahn fahren, aber bist du in 12 Minuten da. Mit dem Auto brauchst du eine halbe Stunde bestimmt. Nee, ich war kein Bahn. Lass mich kurz gucken. 16,5, das passt. Und jetzt falsche Minuten neue Buchsen rein. Ja. Stopp, vielleicht sollten wir noch mal einmal kurz drüber nachdenken. Weil, denk dran, das ist jetzt da ja in der Mitte ein bisschen anders, ne? Ja, genau. Ich weiß, wir haben da schon mal drüber gerührt, ob das geht oder nicht. Ja. Geht aber. Da ja unsere beiden Nuten ja nie überlappend war, ne? Und immer einen Abstand hatte. Die Büchsen haben natürlich genau in der Mitte von den beiden Büchsen die Trennung. Das heißt, die Nuten werden immer, wenn hier die Trennung ist, werden immer rechts und links gleichen Abstand haben davon. Und das sehen wir mal. Okay. Also wir verändern den Durchmesser nicht. Was? Wir verändern den Durchmesser vom Einstich nicht. Nein, weil das wäre, glaube ich... Siehst du, jetzt fängt Björn nämlich doch gerade an zu überlegen, ob er nicht doch irgendwas anders machen wollte. Das haben wir uns beim Lambo überlegt. Und jetzt bringst du mich durcheinander. Tja, deswegen bin ich ja hier, zum Aufpassen. Und zum Draufhauen auf die Büchsen. Das passt. Das ist übrigens Björns Lieblingsrad hier unten, da darf man immer anfassen. Nein. So. Du, das passt. Sonst müssen wir wieder zuschweißen danach. Mhm. So. Oder wir planen vom Block nochmal einen Millimeter weg. Jetzt lass mal kurz hier machen. Wie viel musstest du jetzt planen? 0,1 bis 0,15 mm sind wir jetzt, weil ich habe es nicht direkt gemessen, aber wir sind jetzt, ich weiß, dass ein neuer Block die Höhe X hat,
Ich plane den immer um 1 bis 1,5 Zehntel. Die Kolben sind passend konstruiert, dass sie sofort tiefer sitzen. Mhm. Aber jetzt haben wir den Block ja das zweite Mal geplant. Mhm. Ne? Und deswegen machen wir gleich die Rollbuchsen nächste Woche. Ach so, also wir haben schon so viel weggenommen, dass du Angst hast, dass das Kolben sonst zu weit raussteht. Ja, genau. Also wir müssen die eh asymmetrisch versetzen, exzentrisch. Ja. Und so lassen wir mehr Verdichtung? Nein, weil der Kolben darf nicht rausfahren, weil irgendwann fängt es an, dass er unterm Kopf haut. Beziehungsweise wir fahren ja auch nur die RS4-Dichtung, das heißt, die hat eine Breite, ja so eben 82,5. Mhm. Wenn jetzt der Kolben ein bisschen rausfahren würde und die Kopfdichtung da Kontakt ist, dann ist das relativ doof. Und wenn wir nochmal Probe stecken und gucken, wie, ob er nicht doch noch ein bisschen Unterstand hat? Ja, wir haben ja ein bisschen Zeit. Mach erstmal. Mach erstmal mit hier ran. So, jetzt. Jetzt hat sich die Buchse gedreht. Gut, ne? Geht sogar. Es hat sich so ein bisschen angehört, als wenn man selbst da hört, dass die Buchse härter ist. Ja, aber trotzdem lässt sich durch diese andere Legierung, lässt sich traumhaft bearbeiten. Sie lässt sich so ein bisschen im Wischtal bearbeiten. Mhm. Das hatte ich ja, glaube ich, mal beim Zerlege oder beim Projektvorstellungsvideo erklärt. So grob, so wie ich es eben kann. An der Experten GGG 70 ist das Material. Mit einer, glaube ich, noch mal einer Wärmebehandlung. Ich weiß noch, wie ich Monate diskutieren und kämpfen musste für diese Ringe. Ich wollte nämlich immer diese Ringe haben, Björn wollte es aber nicht. Bis dann irgendwann nach Monaten mich endlich mal, ich glaube, das war auch das Einzige, wo ich mich durchgesetzt habe. Wieso? Nee, sonst nicht. Was? Du hast dich letztens erst durchgesetzt. Vorsicht. Ja. Ja, genau so ist es. Also, wenn es nicht funktionieren sollte mit dem Material, dann wechseln wir auf 42 Chromo 4 und lassen die Zylinder an die Kasil beschichten. Mhm. Und wenn die Kopfdichtung irgendwann wegfliegt, dann machen wir beim Racebooter, glaube ich, jetzt schon auf M12 versuchen zu vergrößern. Und Kopf? Kopf aufbohren. Aber da ist doch null Platz. Ja, da habe ich mir das schon mal angeguckt. Da sind so Stahlinlets drin und vielleicht müssen wir mal mit NG sprechen, ob die das machen können, das rausfräsen. Dann machen wir größere Stahleinsätze sozusagen, so wie beim Lambo-Block, wo unten das rausgerissen worden ist. Das nochmal verstärken mit. Was hältst du davon? Finde ich gut. Oh. Klingt so nach 3 Jahren. Stahlinlets rausfräsen, neu rein. Dann machen wir, glaube ich, lieber erstmal den Lambo-Motor fertig. Weil da war ja das Problem, dass wir jetzt schon immer das Problem haben, die Bolzen rauszukriegen, weil der Kopf sich schon staucht. Weißt du, ich glaube, größere Bolzen würden da nicht viel... Doch, der staucht sich nämlich genau dort an den... Klar, wenn wir die, an dem Stahl, wenn wir der Stahlinlet, der zu weich ist, mit diesen ultrastabilen Bolzen, wird da einfach Platz. Und wenn du das Gegenstück, diese Inlets, das Billigstahl, was da drin ist, rausnimmst, da aus dem gleichen Material wie die Schrauben so Gewindesachen reinpackst, dann hat man hier nochmal eine viel stärkere Verbindung. Das wäre so eine Idee. Ach so, also jetzt gerade sind die ja, glaube ich, eingegossen oder gepresst. Also. Das weiß ich selber nicht, habe ich noch nie so weit auf. Ja, ich glaube, die sind auf jeden Fall nicht irgendwie reingeschraubt. Also, genau. Also du würdest quasi in den Einsatz reinschrauben. So wie beim Lambo unten an der Hauptlagergasse.
So. Ne? Um der Kopf sowieso reingeht, umdrehen, rausbohren, Gewinde reinschneiden und diese Einlässe reinpacken. Und wie du schon mal gesagt hast, nur in der Mitte. Weil die äußeren, die mittleren haben ja gleich zwei Zylinderbelastung, die äußeren haben ja gar nicht so eine hohe Belastung. Ja. Und das Problem ist dann aber, die bräuchte ja die Buchse, die wir dann reinmachen, die müsste ja auch einen Kragen haben und sich abstützen. Am besten, dort wo die Auflagefläche ist. Von der Mutter. Nein, wieso das denn? Einfach durchgehen. Wenn die außen ein Gewinde hat mit M14 und in dem Kopf eingesetzt ist und eingeklebt ist, dann wird die sich ja nicht, dann ist das einfach in eine gerade Bohrung mit einer Fläche und das Gewinde außen ist die Verbindung zum Kopf. Das war so meine Idee. Müsste man mal so einen Kopf aufbohren und gucken. Schneiden. Ja, guck mal, sind fertig. Eine Seite haben wir fertig, die andere Seite mache ich alleine und das nächste Mal treffen wir uns beim Holen vom Block und Ausbüchsen der Pleuelstangen. Hast du noch Fragen? Und Platz machen da unten drin, müssen wir noch ein bisschen. Ja, aber das mache ich alleine. Was denkst du grob, wann das Ding wieder fährt? Ich glaube, wir können in 2 Wochen montieren. Also in 2,5 Wochen fährt er wieder? Ja. Ja. In 3 Wochen bin ich wieder hier. Spaß. Ja, cool. So viel. Komm, darfst du. Ja, jetzt sind wir fest. Ne? Zum Thema Buchsen. Wenn wir nichts gesagt hätten, würden sich einige jetzt den Kopf drüber zerbrechen, was ist da überhaupt passiert? Weil es wirklich jetzt nur noch so in Nuancen sichtbar ist. Coole Nummer. Ich freue mich drauf, das zusammenzubauen. Ja. Ciao. Tschö.